Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Chorus. Ja, in der letzten Folge haben wir ja an dieser Stelle hier aufgehört. Ich habe da noch ganz kurz ein Energiefragment gefarmt innerhalb von 3 Minuten oder so. Ja, habe jetzt alle Energiefragmente hier unten aufgewertet, habe aber keinen Erfolg oder ähnliches, also kein Achievement oder irgendwas bekommen. Es könnte also sein, dass das noch irgendwie erweiterbar ist. Da bin ich mal gespannt, weil ich habe da schon schwer damit gerechnet, dass wir da irgendwas sehen. Ja, dann hier wollte ich mir mal noch ganz kurz die Beherrschungen angucken. Wir müssen hier noch Schilde mit dem Laser zerstören, gepanzerte Gegner zerstören. Das dürfte gar kein Problem mehr darstellen. Mit dem Raketenwerfer, da haben wir ja jetzt schon 2 Stück, die richtig gut sind. Ansonsten haben wir hier schon überall maximaler. Na gut, hier müssen wir noch Gegner zerstören, nachdem wir sie mit dem Ritual des Sturms gestört haben. Das ist das, was ich im letzten Part am Ende gemacht habe. Also mega mächtig. Ritual des Sturms. Bruchlandung. Da müssen wir. Achso, die Gegner in. Ach, genau. Ja, da müssen wir die Gegner noch irgendwie stören und dass sie dann irgendwie gegen die Wände und so knallen. Das müssen wir vielleicht nochmal machen, Credits sammeln und so, da kriegen wir da auch mehr raus. Zerstörer müssen wir einfach nur gegnerische Schiffe noch mehr zerstören, um noch mehr Schaden zu machen. Das hier kommt allmählich im Spiel und perfektes Ausweichen. Oh, das ist schon wichtig, Energieaufladegeschwindigkeit erhöhen. Das wäre natürlich für unsere Skillung auch wichtig, ich glaube, das wurde auch gepatcht hier mit dem perfekten Ausweichen, dass die Zeit, in der das als erfüllt gilt, wurde, glaube ich, angehoben. Ja, und dann noch ein paar Minen und so zerstören, dass die nicht mehr so viel Schaden machen. Beim Driften Gegner zerstören, okay, das ist jetzt nicht so gravierend wichtig und Booster haben wir auch schon. Ja, ich habe mir wieder die andere Waffe dann ausgewählt und jetzt müssen wir halt hier in der Nebenquest weitermachen, also hier den Cluster Bowler oder wie er heißt, den habe ich wieder ausgewählt und da wollte ich noch auf die Karte gucken, denn dort haben wir ja auch viele Fragezeichen freigeschaltet, was heißt viele, so viele sind es gar nicht, aber das hier könnten wir vielleicht mal ansteuern, würde ich sagen, und dann machen wir das mal. Außenposten, ich gucke gerade, oben Außenposten Kulig, keine Ahnung, ob das irgendwie zur Hauptquest doch dazu zählt, ist ja egal, wir stolpern in neue Quests, so wie man das von mir kennt und dann gucken wir uns einfach mal an, was dort so passiert und hier wäre was zum Sammeln, sehr schön, gucken wir uns natürlich an. So, auch jetzt werde ich wieder diesen langen Scan da machen, ja, also das ist definitiv verbessert worden, habe ich jetzt gerade in der Missionsstruktur auch mal mir angeguckt. Da lief das auf jeden Fall auch ganz gut. Als diese Energiefragmente da rumlagen, habe ich den langen Scan gemacht und das hat auch super funktioniert. Hören wir mal kurz zu. Ja, hier ist noch einiges zu sammeln. Klar, es ist der Rand der Map oder sowas, denke ich mal. Und da haben wir uns natürlich noch nicht so krass umgesehen, aber werden wir natürlich jetzt so machen im Vorbeifliegen mal. Vielleicht ist ja was Nettes dabei, irgendeine neue Waffe oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so eine kluge Entscheidung war, so viele Dinge mir da zu kaufen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich werde immer mal was kaufen. Die ganzen Waffen in den verschiedenen Zufluchtsorten da. Aber das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. So, hier, wir müssen noch Laser zerstören. Mach was! Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Ja, vielleicht mal ein schnellerer Laser wäre auch was. Ah, und die Minen müssen wir noch wegmachen. Ja, also ich kann mich eigentlich so ein bisschen an denen hochziehen. Man könnte das mit den Energiefragmenten jetzt als Cheaten oder sowas wahrnehmen. Das sehe ich aber echt anders. Erstens haben wir es selbst rausgefunden. Das finde ich immer, ist so ein Ding. Wenn ich selbst irgendeinen Trick rausfinde und den dann nutze, ist es in der Spielwelt sozusagen für mich erlaubt, sozusagen. Ey, wir kriegen aber kaum mehr Schaden. Ist das alles so richtig? Das wundert mich ein bisschen. Warum sind wir so... Ich lass mich mal treffen, das wundert mich. Ich müsste doch viel mehr Schaden bekommen irgendwie. Ich lass mich gleich mal treffen. Ich flieg da jetzt mal rein. Oh doch, oh doch, alles klar. Okay, ich hab's gerafft. Ich repariere mich ja schon. Alles ist gut. Hey, Wahnsinn. Ja doch,
Aber klar, wir haben natürlich schon den ein oder anderen Skill und ja, genau. Und jetzt haben wir Endschärfen auch damit reinbekommen. So, und jetzt hier, hallo, Laser wegmachen. Dann halt so, dann machen wir die gestörten Gegner da weg. Und die müssen wir ja immer noch irgendwo reinknallen lassen. Gut, die Minen machen dann jetzt auch schon verhältnismäßig wenig Schaden, wenn man jetzt... Ach stimmt, ich habe ja noch diesen Zusatzschild, den ich da immer generiere, wenn ich irgendwie Gegner hier störe oder sowas. Das haben wir ja auch noch freigeschaltet. Das war ja auch super mächtig. Ja, wir haben einfach schon eine krasse Skillung sozusagen, was unsere Spielweise und so angeht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so gespielt habt. Wie habt ihr das Ganze so gemacht? Ähnlich wie ich oder anders? Oder habt ihr mit dem Raketenwerfer gespielt oder was weiß ich was? So, hier, hallo, mach mal Schilde weg. Kommen die eigentlich mit der Zeit wieder, die Schilde? Nö, doch, doch, kommen sie doch. Aber nur sehr langsam, wahrscheinlich auf dem Schwierigkeitsgrad. Ist schon weg. Einer ist noch da, den stören wir wieder. Vielleicht fliegt er ja irgendwo rein. Flieg irgendwo rein. Du bist doch gestört, Mann. Komm, flieg irgendwo, mach eine Bruchlandung, dann halt nicht, mein Gott. Ah, und hier haben wir es wieder. Credits einsammeln. Also letzter zerstörter Gegner, immer ein bisschen aufpassen, dass man die Sachen da einsammelt. Ey, ich habe so Freude an dem Game. Ohne Witz, ich habe so Freude an diesem fucking Game. Es ist echt so cool. Ich habe so viele positive Tests und so gelesen und ich kann dem einfach nur zustimmen. Es macht einfach Spaß. Wahrscheinlich ist es am Schluss für mich wirklich so, dass ich sage, es ist mir zu kurz oder so. Das ist ja schon absehbar, dass wir jetzt nicht noch 8 Jahre da in dem Spiel verbringen, dass ich dann sage, ich hätte gerne mehr gehabt oder so. Aber ansonsten ist es echt richtig geil. So ein Looter-Shooter-Weltraum-Ding wäre echt mal geil. So, wie heißt das? EverQuest 2? Heißt das so? EverSpace 2? Glaube ich eher. Ja, das soll ja auch bald erscheinen. Und da bin ich mal gespannt. Das könnte was für mich werden, wenn das so ähnlich aufgebaut ist und so vom Spaßfaktor. Oder halt Chorus 2 macht was oder einen geilen DLC. Endlos DLC mit Upgrades, Forsaken verbessern oder sowas. Wäre mega geil. Also so endlose Gegnerwellen, so irgendwas. So, was ist jetzt hier eigentlich los? Wo bin ich hier? Fragezeichen. Aufgaben entdeckt. Ich habe etwas aufgeschnappt. So ist es. So, was ist denn hier los? Still interesting. Wir sollen uns hier umsehen oder untersuchen. Nothing left. They took it all. Let's see if that's true. Das scheint nicht so ganz wahr zu sein. Und jetzt? You detect anything? Despite what the signal says, there is equipment behind this barrier field. Why would they lie? To keep away looters. Yet here we are. Yes. Let's find a way to shut the barrier field off. No. Ressourcenbergung. Was muss ich jetzt hier machen? Wir sollen das Ding abschalten. So weit, so gut. Nur wie geht das? So, da drin ist was zum Sammeln. Ist das das, was wir eigentlich auch wollten? Oder war das das da oben? So, wir sollen das jetzt hier irgendwie ausschalten. Wie kriegen wir das denn hin? Deaktiviere, also suche den Generator. Deaktiviere das Barrierefeld. Ach, ich habe doch alles im Griff. Danke, Forsaken. wenn ich Forsaken nicht hätte. Das war's hier schon. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich mir nicht vorstellen. It is empty, but I... It must have been an echo from the past. There's a memory. Why hide this away? Admiral Cardo ordered everyone to turn over all their equipment. And what about after the war? We'll need this to rebuild. Not everybody here gave freely to the Resistance. Folge der Energiespur. Machen wir natürlich. Auf geht's. Defenses. Interessante Quest, finde ich. Und was ist hier drin los? Da ist noch was. Schildfragment und Credits. Sehr schön. Their behavior appears contradictory. They were worried about their life after. We should bring it with us.
Honey, the resistance has enough. We'll need it later. Come on, we can't be late reporting for duty on our first day. Habe ich jetzt einen Bug ausgelöst oder war es das jetzt? Habe ich gerade die Quest abgeschlossen? Kann doch nicht sein, oder? Mit der Erinnerung da. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Oder war es hier im Schildfragment und so der Kram? Könnte sein, oder? Habe ich jetzt nicht so aufgepasst. Jetzt ist er wieder in die Hauptquest reingesprungen. Wahrscheinlich hier, weil ich direkt die Erinnerung da getriggert hat. Oder war das oben doch dann abgeschlossen? Hier ist auch nichts mehr mit Quest. Was ist das hier? Nabok. Ist auch irgendein Außenposten, der nichts damit zu tun hat. Gucken wir uns das noch an. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Was? Geht ab. Hä? Wo bin ich hier? Ah, hier, das Ding da. Ist das jetzt Hauptquest oder was? Keine Ahnung. Ich mach jetzt mal mit. Nähere dich der Rinak-Zuflucht, rekrutiere Ingenieure. Jo, hier gibt es ein bisschen Stress und Energiebarrieren und wir machen einfach mal alles weg. Hui! Uncool! So, wieder so ein gepanzertes Vieh, machen wir weg. Und stören ihn vielleicht mal. Könnte auch helfen. Sehr geil. Oh, das ist so krass, ey. Wir sind so krass. Forza, du bist krass, ey. So, hier machen wir auch den da. Raketenwerfer, DPS mit maximalem Rausballerfaktor und so. So, was haben wir hier? So, ein kleiner machen wir auch weg. Ja, bleiben wir mal auf dem Raketenwerfer drauf. Was soll's? Wir müssen, glaube ich, eh nur noch also mit dem Maschinengewehr, mit der Gatling muss ich, glaube ich, eh gar nichts mehr machen. Hauen wir mal hier mit diesem Raketenwerfer raus, der so oft rausschießen kann. Kann ja auch nicht schaden. Ja, machen wir die Minen hier noch weg. Auch das hilft. Macht uns stärker. Minen werden uns weniger stressen in Zukunft. Alter, hallo. Jo, machen wir ganz gemütlich. Ist das so schlecht? Ah, hier, den da. Aber krass, was wir mittlerweile aushalten, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja, hier irgendwelche Türme. Ach so, genau, die sind da wieder korrumpiert worden. Alles klar. Das kennen wir ja soweit schon. Räume die Bereiche um die physischen Totems. Machen wir. Zuerst werde ich den nochmal stören und dann wegmachen und so. Oh, der lebt noch. Okay, das war so nicht im Planer. Richtig geiles Game. So, hier, gestört und dann draufhalten. Wie der Teufel. Sehr schön. Schickt mir noch Gegner. Ich brauche noch Gegner. So, haben wir jetzt mal einen Bereich gesäubert. Hier dürfte der zweite sein oder so irgendwo. Keine Ahnung. Nein. Wo sind denn diese Totems da? Ah, da vorne. Ja, nur da vorne anscheinend. Da gehen wir mal dorthin. Und ballern dort noch wie wild drauf. Ah, hier sieht man auch so Energiesignaturen, wo da irgendjemand irgendwie rumfliegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich hier mache. Aber es wird schon helfen irgendwie in irgendeiner Form. Etliche Gegner auf jeden Fall noch, die mich hier rum... Oh, jo, alles klar. Was hat dieses Ritual des Sturms? Hat auch einfach so eine krasse... Heißt es des Sturms? Ja doch. Hat so eine krasse Reichweite auch einfach. Muss man auch sagen. Kann man so krass die Gegner hier stören. Und tschüss. Irgendwas ist passiert. Es war ein Unfall. Zerstöre 5 Gegner, indem du sie mit dem Ritual des Sturms irgendwie... Ja, klar. Ich setze mich mal da hinten dran. Und wenn ich dann Gegner zerstöre, kriege ich ja Energie wieder hergestellt. Soweit, so gut. Da vorne müssen wir noch was machen. Komm, komm. Ah, der ist zerschellt. Sehr schön. Das hilft uns auch. Das bringt nämlich unsere Energieaufladefertigkeit, die wir dann bald hochsetzen können. Oh, das ist uncool. Das ist uncool. Das war so nicht geplant. Wie komme ich denn da rein? Achso, da muss ich die Generatoren wahrscheinlich da wegmachen, oder was? Die Luftübertragung hier
was weiß ich, die Barrieren erzeugen. Oder da sind noch weitere Generatoren, keine Ahnung. Ich weiß schon nochmal nicht, was ich da treibe. So, ich fliege einfach mal wie wild rum. Oh, oder es gibt mehrere Eingänge, oder ich lasse mich abknallen, oder. Keep it tight. We'll get through. Alter, ballern wir uns da durch. Wo bin ich hier? Bin ich hier richtig? Hä? Ah, okay. Danke. So, und da fliegen wir hier weiter. Was ist hier los? Was macht er hier? Komplett die Übersicht mal wieder verloren. Ganz traumhaft. Und was macht Laune? Man hat ja einfach die Kämpfe dann, es ist ja letzten Endes echt egal. So, auch hier. Oh, genau, stör ihn, dann müsste er eigentlich gegen die Mauer fliegen. Das dürfte schon reichen. So, was muss ich hier noch machen? So, da hinten müssen wir immer noch dafür sorgen, dass wir dort irgendwie hinten dran kommen oder reinkommen. Das dürfte, ich wollte gerade sagen, hier rüber funktionieren. Oder über diesen Generator, den ich hier sehe. Sehr schön. Warum greifen die mich nicht mehr an? Wundert mich irgendwie. Oder habe ich die doch vernichtet? Keine Ahnung, was ich da mache. Auf jeden Fall machen wir hier ordentlich Damage und sorgen da für ein bisschen Party. So, der ist auch weg. Was haben wir denn noch? Wo ist denn noch so ein Totem-Ding da? Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Totem-Ding. Da, an der Stelle. Oder da oben. Ne, da ist noch ein... da ist noch was zu finden. Das gucken wir uns doch an. Bevor ich es später vergesse. Auch nett. Boah, Übersicht. Übersicht. Wo ist oben? Wo ist unten? So, hier rein. Anscheinend hier an der Stelle. Ne, auch nicht. Das ist ganz großes Fliegen. Das da. Oh, Übersicht. Mann. Ich muss mir mal kurz ein bisschen Überblick verschaffen. Aber wir haben ja hier gar keinen Stress. Machen das ganz gediegen hier. So, fliegen hier rein. Und das dürfte es dann gleich gewesen sein, denke ich mal. Noch der nächste Flur da, den wir anfliegen müssen. Hier der zweite, oder? Da war noch was drin. Genau, das da oben. So, sehr schön. Die gesichtslosen Verderbnis, was ist los? Rekrutiere Ingenieure, ja bla, Renak, Zuflucht, bitte kommen, ihr seid in Sicherheit. Got visuals. Elite Ravens. Elusive killers and worthy targets. Let's hunt. Nett. Wo ist er denn? Ich kann ihn jetzt nicht anvisieren, oder was? Ich kann nichts machen. Doch, kann ich. War der das? Nee, ne? Der nächste da, der ist es. So, der greift mich an. Jetzt haben wir ihn gestört und vernichtet. Ist er dort gewesen? Jo. Süß. Das war Elite. Pfeife war das. Hey guys, the cult slayer freed us. I'm looking for a few engineers. Sorry, with so many refugees on board, our life support generators are over capacity. We need everyone to keep them running. Damn it. They'll break anyways if we don't get a backup soon. Then we'll find you a new energy source. Nara out. The maps show an abandoned station nearby. Worth a look? Okay. Ich weiß gar nicht, welche Mission. Das müsste ja hier sein. Ja, also war doch eine Hauptmission anscheinend. Energie für die Rinnak-Zuflucht. Ja, so irgendwie haben wir es wohl gemacht, denke ich mal. Die Bewohner der Rinnak-Zuflucht sind zwar für meine Hilfe dankbar, doch sie können derzeit keine Ingenieure entbehren. Genau, das wollten wir ja. Mit all den zusätzlichen Flüchtlingen an Bord brauchen sie ihre ganze technische Crew, um das überlastete Lebenserhaltungssystem am Laufen zu erhalten. Bla bla. Finde eine Energiequelle für das Lebenserhaltungssystem der Rinnak-Zuflucht und das können wir dann wohl in der nächsten... das sind die Nebenmissionen. Ja, eine Nebenmission hätten wir hier noch. Ja, ansonsten sind die in anderen Gebieten und dann halt die Story-Mission. Ja, und das ist wohl dann in dieser anderen Zuflucht, wo wir da hin sollen, oder? Denke ich mal. Werden wir sehen.
Finde Captain und seine Schiffe, finde eine Energiequelle, fliege durch das Wurmloch. Ach so, okay, wir haben tatsächlich die Hauptquest da jetzt weitergebracht und jetzt können wir uns immer noch entscheiden, was wir da machen wollen. Krass, richtig cool. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. War auf jeden Fall wieder richtig nice. Ich wünsche euch was und habt einen schönen Tag. Bis dann, haut rein, ciao.